Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalat wassalam rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam, wie ihr sicherlich gehört habt, sind schon drei Präsidenten von den arabischen Ländern abgetreten bzw. abgetreten worden. Und wir müssen uns die Frage stellen, und wie wir die Situation einzuschätzen haben. Was wird als nächstes kommen? Ein Muslim sollte immer nach vorne schauen. Der Prophet Mohammed a.s. war beispielsweise jemand, der sich in zwei Türen aufgehalten hat. Einmal nach Medina ausgewandert ist, auf der anderen Seite Muslime nach Habascha geschickt hat, um zwei Standbeine zu haben, der immer geguckt hat, der versucht hat, vorausschauend zu handeln. Und die Situation in den arabischen Ländern, wir haben gesehen, dass sehr viele Geschwister große Freude gezeigt haben, dass also die Präsidenten gestürzt wurden. Und natürlich wissen wir, dass alle drei diese Präsidenten ganz große Verbrecher waren und teilweise auch noch sind. Und die Frage ist nur, ist es wirklich schon ein Grund, sich zu freuen? Oder wie sollte man diese Freude bewerten? Wie sollte man diese Freude bewerten? Und ich kann dann nur zu sagen, wenn wir in einem 100-Meter-Lauf sind, dann freuen wir uns erst, wenn wir im Ziel angekommen sind. Wenn wir nach 50 Metern führen und fangen uns an zu freuen, kann es sein, dass man eingeholt wird. Deswegen darf man die Augen nicht blind machen. Das Ziel ist, das Ziel der Muslime ist es in einem islamischen Land, selbstverständlich, dass mit der Scharia geherrscht wird. Das muss das Ziel von jedem Muslim in einem islamischen Land sein. Ich rede jetzt hier von islamischen Ländern, weil, wie gesagt, in Deutschland ist es strafbar, das Ziel zu haben, die Scharia einzuführen. Und deswegen sage ich, unser Ziel beschränkt sich hier darauf, die Menschen zum Islam aufzurufen. Aber dazu gehört auch zum Islam aufrufen, dass der Mensch glaubt, dass der allmächtige Gott derjenige ist, der den Menschen am besten kennt, so wie er immer im Koran sagt, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, weiß nicht derjenige, hat nicht derjenige Wissen, der erschaffen hat und der milde und der von allem Unterrichtete ist. Ja, deswegen hier mein Ziel, mein persönliches Ziel beschränkt sich auf die Menschen zum Islam zu rufen. Aber Fakt ist, jeder Muslim muss sich darüber freuen, wenn mit dem Gesetz Allahs regiert wird. Und jeder Muslim muss glauben, dass das Gesetz Allahs das beste Gesetz ist, weil Allah der beste Gesetzgeber ist. Und warum ist er der beste Gesetzgeber? Weil er derjenige ist, der den Menschen am besten kennt und der auch die Bedürfnisse des Menschen am besten kennt. Es wird jemand sagen, ja, weil Demokratie bedeutet, dass der Mensch für sich selber entscheidet, was für ihn gut und schlecht ist. Und so sehen wir in der Geschichte, dass die Demokratie, dass es immer wieder Fehler gab, dass immer wieder Gesetze verändert werden mussten. Warum? Weil man festgestellt hat, dass man sich vorher geirrt hat. Das klassischste Beispiel ist, dass Homosexualität in Deutschland vor dem Jahre 1969 komplett verboten war. Plötzlich derselbe menschliche Verstand entscheidet einige Jahre später, dass es doch erlaubt ist. Und einige Jahre später kann man dann sogar heiraten. Und einige Jahre später kann man dann vielleicht auch seinen Hund heiraten. Und einige Jahre später vielleicht dann den Goldhamster heiraten. Ne? So geht es dann immer weiter. Das heißt, unser Maßstab ist, was Allah gesagt hat. Das muss jeder Muslim wissen. Jeder Muslim muss glauben, dass Allah derjenige ist, der das Recht hat, dir zu bestimmen, was du zu tun und zu lassen hast. Und das ist ein Teil des Tauhids, ein Teil der Rububiyya. Ein Teil der Rububiyya ist dies, dass man daran glaubt. Denn die Rububiyya hat drei Teile. Einmal, dass man daran glaubt, dass Gott, der ist, der versorgt, der ist, der erschafft und der ist der Tadbir, der alles lenkt. Ja, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah 10, Vers 31, wo er sagt, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Das heißt, wer versorgt euch von Himmel und von Erde? Das heißt, der Risk, die Versorgung. Wer ist das? Allah. Das ist ein Teil des Tauhids. أَمَّا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor? Das heißt, es ist die Schöpfung, Khalq. Und wer lenkt alle Angelegenheiten? Allah. Sie sagen Allah. Das heißt, das ist die erste Kategorie von Tauhid Rububiyya. Die zweite Kategorie von Tauhid Rububiyya ist, dass Allah alles besitzt.
So wie Allah sagt in Surah 67, Vers 2, Tabarak alladhi bi yadihi, Vers 1, Tabarak alladhi bi yadihi al-mulk. Ja, gepriesen sei derjenige, segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Macht ist, der Besitz ist. Und dann gibt es die dritte Kategorie, dass Allah derjenige ist, der den Amr und Nahi besitzt, der dir sagen kann, was du zu tun und zu lassen hast. So wie Allah sagt in Surah 9, Vers 31, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Göttern neben Allah gemacht. Einer, der von Ahlul Kitab war, kam zum Propheten und hat gesagt, wir haben die nicht angebetet. Dann sagt der Prophet, haben sie nicht das, was halal ist, haram gemacht und das, was haram ist, halal gemacht? Dann sagt er, ja. Und ihr habt das akzeptiert? Hat er gesagt, ja. Dann hat er gesagt, und das ist eure Ibadah ihnen gegenüber. Das ist euer Gottesdienst ihnen gegenüber. Das heißt, wir müssen wissen, dass derjenige, der das Recht hat, diese Gesetze zu geben, oder dass kein Mensch das Recht hat, wenn Allah ein Gesetz gemacht hat, dass er das Recht hat zu sagen, nein, ist falsch. Ich habe das Recht, das zu verändern, ich kann auch was anderes machen. Natürlich, es gibt bestimmte Bereiche, zum Beispiel, wo der Mensch Ijtihad machen kann, Verkehrsgesetze etc. Aber wenn zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alkohol ist verboten, da kann nicht der Mensch hingehen und sagen, nö, Alkohol ist nicht verboten. Wenn du sagst, wenn du behauptest, du hast das Recht zu sagen, nee, ist erlaubt, Alkohol ist erlaubt, dann hast du dich zu einem Gott neben Allah gemacht. Und dann bist du ein Tarut und ein Käfir. Und jeder, der glaubt, dass das erlaubt ist, ja, ist selber ein Käfir. Jeder, der glaubt, dass ein Mensch das Recht hat, die Gesetze, die Gott erlassen hat, außer Kraft zu setzen, ist selber ein Käfir. Ganz klarer Fall. Ganz klarer Fall, Koran und Sunna. Ja. Und jetzt muss man natürlich gucken, es gibt jetzt verschiedene Situationen und so weiter und so fort, aber ich rede jetzt allgemein über das Thema. Ja? So. Das ist also das Ziel in der arabischen Welt und die Muslime wollen, dass sie mit der Scharia gerichtet werden, dass die Scharia das Gesetz ist, weil die Muslime Islam wollen. Die Scharia zu wollen, bedeutet den Islam zu wollen. Das heißt, ich will Allah. Ich will, dass Allah mein König ist. Ich will, dass Allah mein Präsident ist, sozusagen. Ja? Wir nennen das nicht Präsident, sondern ich möchte, dass Allah mich regiert. Und wer sagt, ich will das nicht, der sagt, ich will Allah nicht. Wer sagt, ich will das nicht, sagt, ich will nicht. Ich will das nicht. Ich will lieber meine Gelüste. Und das kann natürlich bis zum Kuffer führen. Ja? Je nachdem, wie das formuliert wird und so weiter. Auf jeden Fall, das ist der Punkt. Und Alhamdulillah, jetzt, nachdem die Muslime sich vom Islam entfernt haben, hat Gott sie auf die Probe gestellt. Mit, oder vielleicht ist es auch eine Art Bestrafung, durch die Kolonisation, wo die muslimischen Länder erobert wurden. Und dann wurden zum großen Teil, zum allergrößten Teil, Führer durch den Westen an die Macht gebracht, die dazu da sind, den Islam oder ein Bollwerk gegen die sogenannten Islamisten zu sein. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Nichtmuslimen. Das sind die Worte von Nichtmuslimen. Genau diese Formulierung habe ich bei einem Nichtmuslim gelesen, der Taha al-Jalun oder so heißt, ja. In seinem Buch Der Arabische Frühling. Da schreibt er, der Westen hat Despoten in arabischen Ländern unterstützt, damit sie als Bollwerk gegen die Islamisten stehen. Wer sind die Islamisten? Die Islamisten sind diejenigen, die sogenannten Islamisten, die sagen, ich will, dass Allah der König ist, der regiert, nach dessen Gesetze ich gehe. Das sind die Islamisten. Das heißt, jeder Muslim ist ein Islamist. Jeder Muslim ist jemand, der die Scharia befürwortet. Wenn jemand sagt, nö, Scharia ist schlecht oder Scharia ist ungültig, haben wir eben schon gesagt, ist Käfir. Klarer Fall. Da gibt es keinen Zweifel dran. Ja? Natürlich, wir müssen immer aufpassen, je nachdem, wie wir das formulieren, bei bestimmten Personen und so weiter. Vielleicht hat jemand irgendetwas anderes gemeint, dass wir es falsch verstanden haben, dann fragen wir nochmal nach. Aber prinzipiell, ja, es kann kein Muslim geben, der sagt, ich bin gegen Scharia. Gibt es nicht. Ein Muslim kann nicht gegen Scharia sein. Ein Muslim ist jemand, der das, was Allah herabgesandt hat, liebt.
Und jemand, der das nicht liebt, was Allah herabgesandt, ist ein Käfer. Jemand, der das hasst, was Allah herabgesandt, ist ein Käfer. Allah sagt im Koran ganz klar, Sure 47, erste Seite, sagt er, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ. Das ist, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ. Dies ist, weil sie das hassen, was Allah herabgesandt hat, so hat er ihre Taten zunichte gemacht. Und wessen Taten macht Allah zunichte? Der Käfer wird. Allah sagt im Koran, لَكَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُنَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Wahrlich, wenn du Kufschirk begangen hättest, dann es ist dir offenbart von denen vor dir, hättest du Schirk begangen, das sagt Allah zum Propheten, so wären deine Taten zunichte gegangen, du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Das heißt, dass die Taten kaputt gehen, alle Taten gehen nur kaputt durch den großen Kuffer, den großen Schirk. Der große Kuffer und der große Schirk schmeißt sich aus der Religion raus und macht alle Taten kaputt. So, jetzt müssen wir uns fragen, was wird sich ergeben? Die Muslime, Alhamdulillah, haben jetzt man hat versucht, Despoten an der Macht zu lassen und die auch zu unterstützen, die das Volk jahrelang gefoltert haben, geknechtet haben, Gelehrte eingesperrt haben, platt gemacht haben, getötet haben und so weiter und so fort. Und plötzlich kam der Albtraum des Westens. Plötzlich erheben sich Millionen von Menschen und gehen auf die Straße. Ja, gehen Millionen von Menschen auf die Straße, wie das auch jetzt noch der Fall ist bei dem Kafir-Präsidenten in Syrien. Und wir bitten Allah darum, dass er entweder ihn recht leitet oder auswechselt. Und zwar so schnell wie möglich. Aber auf jeden Fall, die Sache ist folgende. Plötzlich gingen Millionen Menschen auf die Straße und plötzlich konnte der Westen nicht mehr erzählen, ja, die armen Menschen, die werden dort vom Islam unterdrückt, weil plötzlich gehen Muslime auf die Straße und sagen, hallo, hier, das ist unsere Regierung, die denjenigen, der den Islam predigt, unterdrückt. Der kann sich nicht frei bewegen, der kriegt hier Probleme. Warum? Weil diese Länder kriegen Gelder und so weiter, damit sie den Islam runterdrücken. Ja? So, jetzt. Plötzlich gehen Millionen Menschen auf die Straße. Gaddafi ist weg. Bin Ali ist weg. Ja? Mubarak ist weg. So. Und jetzt auf einmal sollen freie Wahlen kommen. Die werden aber immer weiter verschoben. Immer weiter werden die verschoben. Warum werden immer weiter verschoben? Ja, weil jetzt in Tunesien schon die erste islamistische Partei, die sogenannte islamistische Partei, gewonnen hat. So, jetzt fragen wir uns, es wurde doch die ganze Zeit gekämpft, gegen den Islam gekämpft. Der Westen hat doch versucht, das anzuschieben. Was ist jetzt denen ihr Ziel? Man stellt sich die Frage, was ist jetzt denen ihr Ziel? In Tunesien hat jetzt eine sogenannte islamistische Partei gewonnen. Ich bin kein Mitglied dieser Partei, also nicht, dass ich mit allen Programmpunkten einverstanden bin, aber zumindest sind das Leute, die sagen, ja, die Grundlage der Gesetzgebung muss die Scharia sein. Das ist ein ganz klarer Fall. So. In Libyen soll das auch passieren. So, jetzt hört man auf einmal im Westen, die wissen nicht, was sie sagen sollen, weil das ist ja jetzt ein Widerspruch. Ja, komisch, die Demokratie funktioniert irgendwie nicht, dass die Leute halt nichts mit dem Islam zu tun haben wollen. Ja, das wollte man ja den Menschen im Westen die ganze Zeit einreden. Plötzlich sieht die Sache ganz anders aus. Plötzlich heißt es dort hier, wir wollen Scharia haben. Ja, was habt ihr denn dagegen? Das sind doch die Leute. Die Leute können doch entscheiden, wie sie regiert werden wollen, oder? Nein, weil diese Demokratie, die wir hier kennen, die hat ihre Grenzen. Und die Grenzen sind dort, wo es ihren Gelüsten nicht passt. Und jetzt wird man versuchen, sich dort einzumischen. Das Erste, was man versucht hat, ist, Fitna, Unruhen in Ägypten zu stiften, mit Lügnern, mit verlogenen Kopten, ja, die erzählen, sie würden dort politisch verfolgt werden. Erstmal, jeder, der nach Ägypten fährt, soll mal nach Kairo fahren und soll sich da mal angucken, wie viele Kirchen es dort gibt. Man hört immer in Deutschland, hört man immer reden, ja, dort sind die Kirchen am Brennen und so, da werden andauernd Kirchen gebaut. Wofür? Wofür die ganzen Kirchen? Hier ist der Islam sichtbarer als dort das Christentum, aber überall, an jeder Ecke ist eine riesengroße Kirche. Und dann wird erzählt, ja, warum werden in euren Ländern keine Kirchen gebaut? Da gibt es schon seit Jahrhunderten Kirchen, die riesengroß sind.
die fast so groß sind wie der Kölner Dom. Also nicht von der Höhe her, aber da passen so viele Leute rein. Ja, die sind riesengroß. So, dann in Ägypten beispielsweise gesetzliche Feiertage. Weihnachten ist gesetzlicher Feiertag. Das heißt, die Christen haben in Ägypten mehr Recht als die Muslime in Deutschland. Ja, aber jetzt kommen Christen, die beschweren sich, wir werden hier unterdrückt. Ja, frag doch mal, was, wo denn? Alle werden unterdrückt von der Regierung. Wo oder wurden unterdrückt? Was erzählt ihr? Die am meisten platt gemacht worden sind, sind die Muslime. Aber jetzt könnt ihr die Lüge nicht mehr verbreiten, weil die Menschen die Wahrheit gesehen haben. Dann schießen koptische Christen, ich rede nicht von allen Kopten, schießen auf die Armee. Die Armee schießt zurück, dann sind die überall, oh, in Ägypten werden die Rechte der Kopten verletzt. Ja, was ist denn, wenn ich hier eine Demonstration mache und schieße dann auf die Polizei, schießt die nicht zurück? Und dann sagen wir dann im Ausland, oh, die Rechte der Muslime werden unterdrückt. So, aber was ist jetzt das Ziel? Erstens, die wollen Fitna stiften. Man hat schon gemerkt, man hat schon gehört, in Tunesien beispielsweise sind Leute rumgelaufen, haben Frauen, die kein Kopftuch tragen, belästigt. Und dann hat eine Frau einem eine Ohrfeige gegeben und da muss wohl sein angeklebter Bart runtergefallen sein. Ja? Dann beispielsweise Fitna, was in Ägypten gestiftet wird, dass also Leute versucht wird, dass Leute also verschiedene Demonstrationen machen. Und was als nächstes passiert ist, die nächste Taktik wird wahrscheinlich sein, dass man die Wahlen einfach laufen lässt, man lässt die islamischen Parteien gewinnen. Und das hat auch schon einer gesagt in einem Interview, ich weiß den Namen nicht mehr, dass man die ruhig gewinnen lassen kann und dann guckt man, was passiert und dann wird versucht, den Sand ins Getriebe zu streuen. Das heißt, wirtschaftliche Embargos, Probleme werden von unten geschaffen und dann werden die Medien, die sowieso schon manipuliert sind, so hingedreht, als wenn das ja alles die Schuld ist, dass die Scharia herrscht. Ja? Was, warum? Weil die sagen, jetzt guck mal, wir haben die bekämpft. Wir haben die Muslime bekämpft, wir haben Kolonisation durchgeführt. Dann haben wir die jahrelang unterdrückt und die sind noch religiöser geworden als vorher. Was sollen wir jetzt machen? Das Beste ist, wir geben denen die Scharia und dann versuchen wir aber denen solche Probleme zu machen, wirtschaftliche Embargos und so weiter und so fort, dass die Leute dann sagen, ah, die Scharia funktioniert wirklich nicht in dem heutigen Jahrhundert. Und das auch versucht, die Stimmen von diesen Leuten zu hören. Deswegen sage ich auch zu allen Brüdern und Schwestern, die beispielsweise in Ägypten, in Libyen und Tunesien Verwandte haben. Ihr müsst diesen Leuten klar machen, dass es gilt, sich für die Scharia einzusetzen. Und es ist nicht so, wie einige denken, die Scharia gilt und dann fliegt von heute auf morgen das Hähnchen durch die Luft und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist ein falsches Konzept. Der Prophet a.s. hat die Scharia eingeführt, als er in Medina angekommen ist. Aber bis er richtig zur Ruhe gekommen ist, sind noch fast 6 Jahre vergangen. Bis er richtig zur Stärke gekommen ist. Das heißt, du musst dich für das Gesetz Allahs einsetzen. Du musst dich dafür einsetzen, das Gesetz, und das ist eine Probe für euch. Das ist eine Probe für euch. Und ihr müsst wissen, es wird versucht, alles daran gesetzt zu werden, von hinten Sand ins Getriebe zu streuen und Probleme zu schaffen. Und macht das euren Brüdern und Schwestern, euren Verwandten, euren Freunden in den betreffenden Ländern klar. Es geht nicht darum, man soll nicht das Gefühl haben, ach ja, jetzt setzen wir die Scharia ein, von heute auf morgen ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern es ist ein langer Prozess, für den man arbeiten muss. Der Prophet hat mindestens 13 Jahre erstmal in Mekka gebraucht. Also 13 Jahre in Mekka gebraucht und dann nochmal mindestens 5 Jahre in Medina. Wir werden vielleicht länger brauchen, aber wir müssen uns anstrengen. Die Leute in den Ländern müssen sich anstrengen, müssen durchhalten und müssen durch dick und dünn gehen, um diese Botschaft nach vorne zu bringen. Und sie müssen die Faust bandagieren, um sich dafür einzusetzen. Und das muss man den Brüdern vermitteln. Wir haben so viele Tunesier in dem Land. Von mir aus könnt ihr die Worte, die ich sage, könnt ihr ruhig auch auf, mit arabischen Untertiteln übersetzen oder was auch immer. Wichtig ist, nicht erwarten, ist nicht, wir haben das immer beim Boxkampf gelernt, du darfst nie davon ausgehen, dass der Boxkampf leicht ist. Wenn du davon ausgehst, der ist leicht und dann wird er hart, dann kann es schnell sein, dass man abbricht. Aber wenn man davon ausgeht, der Boxkampf ist hart und dann wird er leicht und das ist kein Problem. Deswegen geh davon aus, dass große Anstrengungen gemacht werden, dass die Scharia fehlschlägt in diesen Ländern. Und deswegen gilt es für jeden Muslim, sich dafür einzusetzen und durchzuhalten und wirklich festzubeißen und die Zähne zusammenzubeißen und weiterzumachen und nicht bei dem ersten Niederschlag, ach ja, es funktioniert doch nicht. Und die Scharia ist nicht dazu da, in erster Linie, dass du reich und Dings wirst. Denke nicht, ja, heute ist die Scharia, morgen hast du eine Villa da stehen. Die Scharia ist in erster Linie dazu da, damit du Gott damit dienst.
Die Scharia ist dazu da, das Leben so zu regeln, in erster Linie, dass die besten Rahmenbedingungen bestehen, um das Ziel des Lebens zu erreichen. Und das Ziel des Lebens ist es nicht, reich zu werden oder viel zu essen zu haben. Das Ziel des Lebens ist, Allah zu erreichen im Paradies. Und das ist das Hauptziel der Scharia. Das Hauptziel der Scharia ist nochmal, ist nicht reich zu werden. Das Hauptziel der Scharia ist es, das wahre Ziel zu erreichen, nämlich Allah. Und dazu macht die Scharia die besten Rahmenbedingungen. Das heißt, islamische Erziehung ist da. Das heißt, der Adhan wird gehört, die Gebete werden gemacht. Islamische Radiosender, islamische Bildung, islamische Institute, islamische alles, das gehört alles mit zur Scharia. Dann bei der Strafe hast du die Möglichkeit, wenn du eine Straftat begangen hast, dich davon reinigen zu lassen, indem du dich beispielsweise steinigen lässt. Das ist nicht nur eine Abschreckung, sondern das ist auch, dass du die Möglichkeit hast, gereinigt zu werden durch diese Strafe. Das heißt, es werden die besten Rahmenbedingungen gesetzt, um dein Ziel zu erreichen. Verschiedene Dinge, die Fitna erzeugen, werden abgesetzt. Es gibt keine Erotikfilme mehr. Ja, es gibt keine Dinge mehr, die dich vom Weg abbringen. Es wird kein Alkohol verkauft, keine Drogen verkauft oder was auch immer. Da werden die Rahmenbedingungen gesetzt, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen, die arabische Revolution ist noch nicht am Ende. Wir sind auf der Hälfte des Weges. Erst wenn ein Führer dort ist, ein Führer, der die Muslime, ein guter Führer an der Stelle von diesen Despoten ist, dann hat man das Ziel erreicht. Und selbst dann hat man das Ziel noch nicht erreicht, sondern dann geht es weiter. Der Kampf geht weiter, die Anstrengungen, die Bemühungen gehen weiter. Die hören nicht heute auf. Ja, es gibt keinen Grund, durch die Straßen zu gehen im Hubkonzert und sich zu freuen. Bisher ist nichts erreicht, bisher sind nur Leute weg. Wir sind auf der Hälfte des Weges. Kann sein, dass ein schlimmerer Führer kommt danach. Jetzt gilt es weiter durchzubeißen und sich für die Sache anzustrengen. Und das, indem man Allah um Hilfe bittet, schaut, wo kann ich etwas tun, wie kann ich etwas nützen, und indem man verinnerlicht und den Muslimen beibringt, dass man für Allah zu leben hat. Und derjenige, der für Allah lebt, der diese Einstellung hat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, mein Leben, mein Tod, mein Gebet und meine Opferreden sind vor Allah, den Herrn der Welten. Was will der haben? Mit welcher Gesetzgebung will der regiert werden? Mit der Scharia ist doch ganz klar. Gibt gar keinen Zweifel dran. Wie gesagt, das sind meine Worte für euch, liebe Brüder und Schwestern. Und ihr könnt das ruhig, es würde mich echt freuen, wenn ihr das auch in den islamischen Ländern, wie zum Beispiel Tunesien, Libyen und Ägypten auch, an die Brüder und Schwestern verbreitet. Dass es weitergeht, dass es darum geht, die Herzen zu überzeugen. Es geht auch nicht nur da mit dem Knüppel rumzulaufen, wie das einige Brüder gemacht haben. Sondern wenn du Muslim bist, musst du ihm klar machen, dann musst du die Scharia wollen in deinen Ländern. Und wie gesagt, ich sage nochmal, weil man wird dann versuchen, mich hier strafbar oder so zu machen. Ich sage nochmal, ich rede hier von den islamischen Ländern. Was Deutschland angeht, mein Ziel beschränkt sich darauf, die Menschen zum Islam zu rufen. Mein Ziel. Was andere Leute vorhaben, ist ihre Sache. Mein Ziel beschränkt sich darauf, die Leute zum Islam zu rufen. Das ist meine Botschaft. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.